Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 28 der Reihe von Göttinnen und Göttern, Helden, Dämonen und großen Magiern. Und heute soll es um eine Heldin gehen, Penthesilea, nämlich Penthesilea in dem gleichnamigen Stück von Heinrich von Kleist 1808 herausgekommen. Und ich will den Schwerpunkt auf das zentrale Thema dieses Stückes legen, nämlich auf eine Sprache, die nicht mehr fähig ist, Gefühle auszudrücken. Die Sprache als Medium der Kommunikation zwischen Menschen und vor allem auch als das Werkzeug eines Dichters, als sein Material, dass er formen muss, den Stoff, den er formen muss, dass diese Sprache ist um 1800 in die Kritik geraten, in Verruf geraten. Sie ist kein Mittel zur Wahrheitsfindung mehr. Sie ist in der Hinsicht fragwürdig geworden. Und das Gleichheitszeichen zwischen Zeichen und bezeichnetem, Sprache und Welt ist zu einem Ungleichzeichen geworden. Ich habe das schon mal auch besprochen in eben einer sehr frühen Zeichensetzung im November 2018, wo ich auf die Anfangsworte im zerbrochenen Krug von Kleist eingegangen bin. Wie kommt es dazu? Um 1800 wird das Unbewusste als menschliche Kategorie erfunden. Und das kommt letztendlich durch eine große Kritik auch am metaphysischen Denken, an den Dogmen der Metaphysik zustande, weil nun erkennbar wird, dass Gott, der metaphysisch transzendente Gott, als Ding an sich in für den Menschen unerreichbare Sphären entschwunden ist und dass der Mensch ganz in der Erscheinungswelt lebt, in der er sich Dogmen aufstellt, in der er Theorien entwickelt, aber all das sagt nicht mehr über das wahre Wesen der Welt aus. Kritik der reinen Vernunft, Kant, ist in dem Zusammenhang immer wieder zu nennen. Und nun hat sich der Mensch sozusagen gespaltet. Einerseits in ein Wesen der Erscheinungswelt, das bewusst lebt, das sich Gedanken macht, das Theorien entwickelt, Vorstellungen. Und zum anderen, dass in einem Bereich des Unbewussten noch die Wahrheit ahnt, glaubt und fühlt. Und dieser Spalt, dieser Abgrund zwischen Wissen und Ahnen, zwischen gefühlter Wahrheit und dem, was wir als Menschen davon in Wissen übersetzen können, der ist immens groß geworden und der hat ja auch Kleist auch sein Leben lang sehr bedrückt und er hat sich damit immer wieder auseinandergesetzt. Und gerade auch die Sprache, eben das Medium, mit dem er umgehen musste, wenn er ein Dichter sein wollte, war kein Medium mehr, in dem man wahre Gefühle ausdrücken konnte. Ach, wenn man Tränen schreiben könnte. Aber die Gefühle sind unaussprechlich, sind unsagbar. Und diese Dichotomie zwischen Wissen und Gefühlen, zwischen Bewusstem und Unbewusstem, das spiegelt sich auch wieder um 1800 in der Dichotomie zwischen Mann und Frau. Der Mann ist das logische, auch zerrissene Wesen, das weiß, das sehr bewusst lebt, während die Frau eher dem Bereich des Ahnen, Fühlen und Glaubens näher kommt und dadurch der Wahrheit näher,
aber eben auch in einer Erscheinungswelt sehr oft verloren ist. Genau dieses Thema beschreibt Kleist nun eben in seinem Stück Penthesilea, da wird es zum entscheidenden Thema. Es ist ein sehr schwieriges Stück. Wenn man es inszeniert sieht, ist man manchmal auch verzweifelt, was diese Inszenierungen auf die Bühne bringen. Vor allem, weil ich oft auch den Eindruck habe, dass das Wissen um diese Sprachproblematik bei Kant gar nicht so gesehen wird. Aber das ist nur meine persönliche Auffassung von zeitgenössischen Interpretationen auf der Bühne von Penthesilea. Worum geht's? Es geht um den Kampf zwischen Amazonen und Griechen, zwischen Mann und Frau, der eben sehr gewalttätig nun auf der Bühne gezeigt wird. Wichtig ist, dass diese Männer und Frauen, die hier in einem Krieg aufeinandertreffen, gleichberechtigt sind. Penthesilea und Achill, die Protagonisten dieses Kampfes zwischen Mann und Frau, treffen aufeinander. Das Aufeinandertreffen endet tödlich, aber sie sind zunächst, ja, sie sind gleichberechtigte Partner, weil das auf der Geschichte des Amazonenreiches beruht, die ein selbstständiger, selbstbewusster Frauenstaat sind. Und so ist die Vorgeschichte zu diesem Drama, was sich dann auf der Bühne abspielt, folgende. In der Vorgeschichte der Amazonen, eines Barbarenvolkes, das wieder aus diesem Bereich Krim kommt, also ganz weit im Osten gelegen ist der europäischen Welt, hat es einen Ursprungsgewalttat gegen Frauen gegeben. Und daraufhin haben sich die Frauen unter der Führung ihres Gottes Mars, der Diana und der Artemis sozusagen entschlossen, einen Staat aufzubauen, der ohne Männer aufkommt. Nun muss, um den Nachwuchs zu sichern, regelmäßig eine Befruchtung stattfinden. Frauen müssen Männer wählen und diese Wahl eines Volkes, eines Männervolkes, geschieht durch Mars, der ein Volk auswählt, gegen das die Amazonen im Krieg angehen müssen. Sie müssen sich im Kampf ihren Partner erobern, sie müssen ihn besiegen, sie müssen ihn nach Hause führen, nach Themyscira, und dort wird dann ein Rosenfest veranstaltet. Es kommt zu der Vereinigung von Mann und Frau. Männliche Kinder, die daraus entstehen, werden getötet. Und weibliche werden aufgenommen in den Amazonenstaat. Die gefangen genommenen Männer werden nach erfolgreicher Fortpflanzung nach Hause entlassen. Und nun beginnt das Stück genau zu dem Zeitpunkt, als ein Amazonenheer auf das Heer der Myrmidonen, das angeführt wird von Achill, trifft und dieses Heer der Griechen bestürmt, immer wieder in unzähligen Kämpfen bestürmt. Und das ist etwas, was die Griechen überhaupt nicht verstehen können. Es ist ganz wunderbar, wie es heißt. Sie verstehen nicht, dass ein kriegerisches Volk wie die Amazonen, die eigentlich mit ihnen gegen die Trojaner kämpfen sollten, nun auf einmal Gegnerinnen geworden sind. Und sie beobachten, wie nun vor allem auch die Anführerin der Amazonen, Penthesilea, ganz offensichtlich immer wieder den Zweikampf mit Achill sucht. Ich gehe im Folgenden das Stück sozusagen Schritt für Schritt durch, um auch zu zeigen, wie sich dieser Konflikt, dieser sprachliche Konflikt entwickelt. 489.
Also sie machen Gefangene, und was man überhaupt nicht versteht, ist, dass Penthesilea, die genau in dem Moment, wo ja Achill schon in die Hände gefallen ist, doch jüngst in einem Augenblick, da schon sein Leben war in ihre Macht gegeben, gab sie es lächelnd ein Geschenk ihm wieder. Er stieg zum Orkan, wenn sie ihn nicht hielt. Sie zeigt ein ganz seltsames Verhalten. Und das können sich die Griechen nicht erklären. Achill ist in Wut entbrannt gegen dieses Amazonenheer. Und zum Beispiel folgende Stelle: Odysseus sagt Achill, er weicht, so schwört er von dieser Amazone Ferse nicht, bis er bei ihren seidenen Haaren sie von dem gefleckten Tigerpferd gerissen. Achill erweist sich von Anfang an als Brutalo. Er ist der brutale Held, was man ja auch in seinem Verhalten vor Trojan gegenüber Hektor sieht. Und so wird er von Anfang an geschildert. So kommt es zum Beispiel. Und er ist auch der von vornherein als einer der Listen, der Trug einsetzt, um mit Gewalt sich durchzusetzen. Zum Beispiel die Amazonen gehen wieder gegen ihn vor und dann geht er scheinbar in Flucht. Zu uns her fliegt er wieder. Ha, der Verschlagene, er betrog sie. Hui, wie sie die Unaufhaltsame vorbeischießt an dem Fuhrwerk, prellt, im Sattel fliegt und stolpert, stürzt. Was? Stürzt die Königin und eine Jungfrau blind hin über sie und eine noch und wieder und noch eine. Ha, stürzen, Freunde, stürzen, stürzen, Hauptmann. Wie in der Feueresse eingeschmelzt zum Haufen, Ross und Reiterinnen zusammen, dass sie zu Asche würden. Also Achill wendet eine List an, um die Amazonen anzulocken, und dann werden sie gnadenlos niedergemäht von diesem Haufen der Griechen. Und nun passiert Folgendes. Als aber nun tatsächlich einmal Achill und sie aufeinanderstoßen, findet er sie attraktiv. Er kann gar nicht glauben, dass sie, er ist ihr verfallen, er verfällt ihr zunehmend und glaubt, sie in ihn verliebt zu wissen, was auch dann tatsächlich der Fall ist, und interpretiert nun ihren Ansturm als Brautwerben. Was mir die Göttliche begehrt, das weiß ich. Brautwerber schickt sie mir, Gefiederte, genug in Lüften zu, die ihre Wünsche mit Todgeflüster in das Ohr mir raunen. Genau. Kurz geht, ins La Griechenlager folg ich euch. Die Schäferstunde bleibt nicht lang mehr aus. Doch müsst ich auch durch ganze Monde noch und Jahre um sie freien. Den Wagen dort nicht eher zu meinen Freunden will ich lenken, ich schwör's, und Pergamos nicht wiedersehen, als bis ich sie zu meiner Braut gemacht. Und sie, die Stirn bekränzt mit Todeswunden, kann durch die Straßen häuptlings mit mir schleifen. Ja? Ein Kampf auf Leben und Tod. Ein Werben auf Leben und Tod, in dem auch er immer mehr der Situation dieser Liebe verfällt. Jetzt ist im Folgenden, in diesem Stück, das sehr verwirrend geschildert. Es kommt immer wieder zu Kämpfen zwischen Amazonen und den Griechen. Mal scheint das Siegesglück auf Seiten der Amazonen zu sein, mal auf Seiten der Griechen. Es ist ein ewiges Hin und Her. Penthesilea wird einmal verletzt. Es kommt zu einer unklaren Situation. Und in dieser Situation verfolgt sie nun
Achill und fordert sie erneut zu einem Kampf heraus. Und in diesem Kampf nun fällt Penthesilea in Ohnmacht. Achill ist ihr inzwischen doch verfallen, er will sie unbedingt haben und wirft die Waffen weg, kommt waffenlos hinter ihr her und naht sich ihr, weil er sie also eben unbedingt als Frau haben kann. Und das ist jetzt etwas ganz Kennzeichnendes. Er naht sich ihr zwar waffenlos, aber er fordert die Griechen, die im Hintergrund für ihn kämpfen, auf, die Amazonen weiter zu töten. Das heißt, er spielt ein doppeltes Spiel. Das lese ich Ihnen vor. Die Amazonen versuchen, ihre verletzte, ohnmächtige Königin zu verteidigen. Achill kommt ihnen entgegen. Die Amazonen Schlag trefft, sie schießen über sein Haupt hin. Achill, lasst, lasst! Mit euren Augen trefft ihr sicherer. Bei den Olympischen, ich scherze nicht, ich fühle mich im Innersten getroffen. Und ein Entwaffneter in jedem Sinne leg ich zu euren kleinen Füßen mich. In dem Moment, wo er waffenlos sich zu ergeben scheint, töten die Griechen im Hintergrund eine Amazone nach der anderen. Die fünfte Amazone von einem Spieß hinter der Szene hervorgetroffen. Ihr guten Götter, sie singt. Die sechste ebenso. Weh mir, sie singt. Die siebte ebenso. Artemis, sie singt. Die erste, der Rasende. Eine Amazonin, die Unglückselige. Entwaffnet nennt er sich, entseelt ist sie. Indessen uns die Seine niederwerfen, indessen ringsumher die Jungfrauen sinken. Ja? Also, Achill ist ein wütender, brutaler Kämpfer, der jede List anwendet, um zu siegen, der aus dem Hinterhalt heraus angreift, der sich waffenlos dem Amazonenheer nähert, während gleichzeitig die Griechen eine Amazonin nach der anderen töten. Und immer wieder betauert er, wie er in Liebe ihr zugetan ist. Ich weiß, ruft er den Amazonen zu, dass ihr sie schützen werdet. So wirft ihr noch mit euren eigenen Leibern euch zwischen sie und mich, dies Männerherz, dies euch in Lieb erglühende zu schirmen. Er verlässt sich darauf, dass sie ihn verschonen werden. Amazone, der Übermütige, hört, wie er sich brüstet. Er meint mit Schmeichelworten uns. O Terpe, o sie, die Meisterin des Bogens, jetzt still, öffnet euren Kreis, ihr Frauen. Was gibt's? Frag nicht, du wirst es sehen. Hier, nimm den Pfeil. Die Schenkel will ich ihm zusammenheften. Eine Amazone, indem sie den Pfeil auf den Bogen legt. Und Achill im gleichen Moment zu einem Griechen, der neben ihm schon den Bogen angelegt hat, triff sie, ihr Himmlischen, sie singt. Also er legt die Waffen nieder, fühlt sich beschirmt, schmeichelt ihnen genau und gleichzeitig fordert er seine Mitkämpfer auf, eine nach der anderen zu töten. Er entpuppt sich hier von vornherein als ein Mann, dessen Worten man nicht trauen kann. Wichtig ist ihm nun eben, dass seine Kämpfer ihm die Königin nicht streitig machen und dass sie die Penthesilea nicht verletzen werden. Achill, der weicht ein Schatten vom Platz, der mir die Königin berührt. Mein ist sie. Fort, was habt ihr hier zu suchen? Dieser männliche Besitzton, sie gehört mir und nur ich habe die Befehlsgewalt über sie, nur ich kann tun, was mir gefällt. Das wird hier ganz deutlich, zum Beispiel auch, indem er zu seinen Griechen sagt,
Du gehst und folgst und schlägst die Frauen. Ich bleib auf einen Augenblick zurück. Fort, mir zulieb, erwider nichts. Dem Hades stünd ich im Kampf um sie viel mehr denn ihr. Ja. Dieses lügnerische Verhalten, ein Verhalten, das deutlich macht, dass man sich auf seine Worte nicht verlassen kann, das kennzeichnet seine Figur eigentlich von Anfang an. Und nun will das Schicksal, dass Penthesilea in seine Hände fällt und dass jetzt die Situation kommt, dass sie erwacht und die Situation nicht richtig einschätzt. Das Kriegsglück ist so hin und her gegangen, dass man nicht mehr weiß, befindet man sich hinter den Linien, vor den Linien, im Umfeld der eigenen Krieger, Kriegerinnen oder ist man schon in Feindeshand gefallen. Eben, das ist ganz typisch auch in diesem Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau, ist nicht klar, wann man in Feindeshand gefallen ist und wann man noch frei ist. Es kommt zu einem Zielgespräch zwischen Achill und der vertrautesten Amazonin von Penthesilea, Protoe. Protoe fragt ihn, was hast du vor mit meiner Königin? Achill, mein Will ist, Entschuldigung, mein Will ist ihr zu tun, muss ich dir sagen, wie ich dem stolzen Sohn des Priam tat. Wie, du Entsetzlicher! Fürchtet sie dies? Du willst das namenlos an ihr vollstrecken, hier diesen jungen Leib, du Mensch voll Greuel, geschmückt mit Reizen wie ein Kind mit Blumen, du willst ihn schändlich einer Leiche gleich. Sag ihr, dass ich sie liebe. Wie? Was war das? Beim Himmel, wie Männer Weiber lieben, keusch und das Herz voll Sehnsucht, doch in Unschuld und mit der Lust doch, sie darum zu bringen. Ich will zu meiner Königin sie machen. Also, er erklärt seine Liebe. Und diese Liebe sei die männliche Liebe, wie Männer Weiber lieben, keusch und voll Sehnsucht, in Unschuld, so sagt er. Aber eben doch mit dieser Begierde, sie um ihre Unschuld, ihre Jungfräulichkeit zu bringen. Genau, diese männliche Zerrissenheit, diese Vorstellung, die eben um 1800 eine sehr weit verbreitete ist, ist der Mann als Zerrissener zwischen dem im Bewusstsein einem korrumpierten, dem Sündenfall ergebener Mensch, ein gefährlicher, gewalttätiger Mann und dann im Unbewussten doch auch ein Lebender. Mit Keusch und das Herz voll Sehnsucht, aber diese Zerrissenheit, die macht ihn immer wieder schuldig und lässt ihn, heißt ihn sich vergehen an der Humanität. Jetzt kommt Penthesilea zu sich und weiß nicht, wo sie sich befindet und sagt, sie habe einen Traum gehabt. Ach, Protoe, welch einen Traum entsetzensvoll träumt ich. Wie süß ist es, ich möchte Tränen weinen, dies matt gequälte Herz, da ich erwache, an deinem Schwesterherzen schlagen fühlen. Mir war, als ob im heftigen Getümmel mich des Peliden Lanze traf, umrasselt von meiner erzenen Rüstung schmetter ich nieder. Der Boden widerhallte meinen Sturz, und während das erschrockene Heer entweicht, umstrickt an allen Gliedern lieg ich noch. Da schwingt er sich vom Pferde schon herab, mit Schritten des Triumphes naht er mir, und er ergreift die Hingesunkene, in starken Armen hebt er mich empor. Und jeder Griff nach diesem Dolch versagt mir, gefangen bin ich, und mit hohem Gelächter zu seinen Zelten werde ich abgeführt.
bisschen später. Fluch mir, wenn ich die Schmach erlebte, Freundin. Fluch mir, Entschuldigung. Fluch mir, empfing ich jemals einen Mann, den mir das Schwert nicht würdig zugeführt. Also, Penthesilea glaubt, es sei ein Traum gewesen, in dem sie Achill übergeben wurde im Kampf. In Wirklichkeit ist es die Wahrheit. Und wieder zeigt sich, Träume sagen die Wahrheit. Nun spitzt sich die Situation vor. Protoe hat Angst um ihren Gemütszustand und bittet nun Achill, doch einfach auf die Amazonenkönigin zuzugehen. Sie bittet ihn, so zu tun, als sei er Penthesileas Gefangener und nicht umgekehrt. Und Achill, seines Sieges absolut bewusst, unantastbar, lässt sich auf diese List ein und spricht nun in Doppelworten. Also, Penthesilea sagt, wie ist die Situation? Protoe sagt, er ist dein Gefangener, Penthesilea. Er wäre gefangen mir? Wie sonst ist's nicht? Und jetzt kommt Achill hinzu. In jedem schöneren Sinn, erhabene Königin, gewillt mein ganzes Leben fürderhin in deiner Blicke Fesseln zu verflattern. Ja? Ich ward entwaffnet, man führte mich zu deinen Füßen her und er beugt das Knie vor ihr. Und jetzt spricht eben Achill in einem Doppelsinn. Das, was er sagt und das, was er meint. Er sagt, ich bin in Fesseln vor dich geführt. Das entspricht nicht der Realität. Aber sozusagen die Bedeutung ist, ich bin von meinen Gefühlen her an dich gefesselt. Er spricht sozusagen im übertragenen Sinn, meint er diese Fesseln, die nun Penthesilea eben durchaus als wörtlich nimmt und wirklich glaubt, er sei in Fesseln vor sie geführt. Und diese sprachliche Charakteristik, dass man unterscheidet zwischen dem Wortsinn und der übertragenen Bedeutung, das ist das entscheidende Moment, was eine Penthesilea von Achill unterscheiden wird, während er immer das, was er sagt, von dem, was er meint, zu unterscheiden weiß, tut sie das nicht. Sie ist viel in antiken Sinne gemeint, viel barbarischer. Sie ist viel unzivilisierter. Sie kennt den Unterschied zwischen Zeichen und Bedeutung nicht. Und für sie gilt nur der Wortsinn, der die Wahrheit spricht. Sie kennt dieses mit gespaltener Zunge reden nicht. Und nun ist Penthesilea absolut im Glück und glaubt, ihn für sich gewonnen zu haben und wird ihm nun im Folgenden erzählen, was das Gesetz der Amazonin ist. Sie bekennt ihre Liebe. Sie wird auch zunehmend bekennen, dass sie eigentlich gegen das Gesetz der Amazonen verstoßen hat. Denn das Gesetz sagt, Mars wählt aus, welchen Partner die Amazonin haben darf. Aber sie hat sich auch durch eine Weissagung ihrer Mutter verführt, für Achill frei entschieden. Also eigentlich hat sie gegen das Gesetz des Mars verstoßen. Und sie legt sich ihm offen, sie offenbart sich ihm, sie kennt keine Lüge und keine List. Sie, die Barbarin, ist die eigentlich Unschuldige, während Achill, dessen Freund ja auch und Partner ja auch Odysseus, der Listenreiche ist, der die Troja erobern wird durch eine List, durch Täuschung und Lüge,
Dieser Achill ist eben ein verschlagener, nicht offener Mann, der etwas vorgaukelt, was überhaupt nicht seiner Intention entspricht. Das wird nun im Folgenden durch in ihrer Begegnung ausgeführt. Es kommt zu einer sie kommen sozusagen in einem Zweiergesprächen zueinander und Achill merkt auch immer mehr, dass er sie eigentlich nicht begreift. Es ist eben ein wechselndes Missverständnis und nicht verstehen, was hier deutlich wird. Denn letztlich ist die Welt, ihre Welt und seine Welt so weit voneinander entfernt, dass diese beiden sich nie verstehen werden können. Achill, wer bist du, wunderbares Weib? Und Penthesilea ahnt, fühlt, dass der Mann, der ihr da gegenübertritt, vielleicht doch nicht der Mann ist, der er vorgibt zu sein. Er sieht so weich und mild nicht drein, als er, sprich, dünkt's dich nicht, als ob sein Auge glänzte? Für wahr, man möchte, wenn er so erscheint, fast zweifeln, dass er es sei. Proto, wer meinst du? Penthesilea, der Pelide. Sprich, wer den größesten der Pyramiden vor Trojas Mauern fällte, warst das du? Hast du ihm wirklich, du mit diesen Händen den flüchtigen Fuß durchkeilt, an deiner Achse ihn häuptlings um die Vaterstadt geschleift? Sprich, rede, was bewegt dich, so was fehlt dir? Achill, ich bin's. Penthesilea, nachdem sie ihn scharf angesehen, er sagt, er sei's. Protoi, er ist es, Königin. Ja? In diesem Moment ein Achill, der sich ihr nähert, in einer Form, die ihr nicht verständlich ist, und Penthesilea fühlt, dass da etwas nicht stimmt. Aber nun übertönt sie die Stimme in ihrem Unbewussten und das wird ihr dann letztlich eben auch zum Verhängnis werden. Auch für Achill ist es etwas Wunderliches. Da tritt ihm eine Frau entgegen, die er nicht begreift. Genau. Achill. O du, die eine Glanzerscheinung mir, als hätte sich das Ätherreich eröffnet, herabsteigst. Unbegreifliche. Wer bist du? Wie nenne ich dich, wenn meine Seele sich die Entzückte fragt, wem sie gehört? Sie ist unbegreiflich. Letztlich wird er sie nicht begreifen. Es wird sein Verhängnis werden. Sie wird ihn töten. Aber genau das stimmt. Er wird sie in ihrer Unschuld nie begreifen können. Denn er ist ein kompierter, zerrissener, lügenreicher Mann, der ihre Unschuld nicht verstehen wird und dadurch ihre Handlungsweise missdeuten wird. Penthesilea antwortet: Wenn sie dich fragt, so nenne diese Züge, das sei der Name, in welchen du mich denkst. Zwar diesen goldenen Ring hier schenke ich dir, mit jedem Merkmal, das dich sicherstellt. Und zeigst du ihn, so weist man dich zu mir. Jedoch ein Ring vermisst sich, Namen schwinden. Wenn dir der Name entschwänd, der Ring sich misste, fändst du mein Bild in dir wohl wieder aus? Kannst du's wohl mit geschlossenen Augen denken? Ja? Sie sagt, Namen und Dinge sind nicht das Wesentliche. Was, du musst mich in deinem Herzen suchen, du musst mich in deiner Seele, in deinem Glauben an mich, in deinem Fühlen erkennen. Genau. Nun geht es weiter. Sehr schön ist noch einmal die Geschichte mit dem Ring aufgegriffen. Sie sagt zu ihm, wie, denn eine andere Kette, denke ich noch, wie Blumen leicht und fester doch als Erz,
die dich mit mir fest verknüpft, ums Herz zu schlagen. Doch bis sie zärtlich Ring um Ring geprägt, in der Gefühle Glut und ausgeschmiedet, der Zeit nicht und dem Zufall mehr zerstörbar, kehrst du, weil es die Pflicht erheischt, mir wieder. Sie schickt ihn erstmal zurück. Aber hier ist wichtig, der Ring, den sie ihm schenkt, die Kette, an den sie ihn schmiedet, das ist eine Gefühlskette, etwas Unsichtbares, das reine, wahre Gefühl, das Liebende miteinander verbindet. Und das ist etwas, was Achill eigentlich sehr, sehr fremd ist. Nun offenbart sie sich ihm, sie erzählt ihre Geschichte und er hört ihr zu. Aber man merkt genau, dass er ihr sehr distanziert zuhört. Er lässt sich letztlich nicht auf sie ein und er findet es auch ein bisschen seltsam, exotisch, barbarisch, was sie ihm da zu offenbaren hat, eben zum Beispiel, dass sie sich die Amazonen die rechte Brust abreißen. Und letztlich lässt er sich nicht auf sie ein. Er behält seine männliche Distanz bei. Er bleibt sich immer, er kontrolliert sich sozusagen immer, hat sich immer unter der Kontrolle. Und so sagt er zum Beispiel, erzählt sie ihm, dass es gibt jährliche Berechnungen bei ihnen, bei den Amazonen. Und dann, die Königin muss den Staat ersetzen mit neuen Menschen. Was ihr der Tod entrafft, ruft sie die blühendsten der Frauen. Penthesilea stockt und sieht Achill an. Warum lächelst du, Achill? Wer? Ich? Mich dünkt, du lächelst, lieber. Achill, deiner Schöne. Ich war zerstreut, vergib, ich dachte eben, ob du mir aus dem Monde niederstiegst. Penthesilea nach einer Pause, so oft nach jährlichen Berechnungen. Also es kommt, sie merkt, dass er ihr eigentlich nicht gedanklich folgt. Er lächelt, er findet das amüsant, was sie hier schildert. Und das zeigt deutlich, wie er immer eigentlich die Distanz bewahrt und das, was er will, nie aus den Augen verliert. An einer anderen Stelle wird es nochmal deutlich. Sie schildert das Rosenfest, das dann die Amazonen mit den besiegten Männern führen werden. Und sie beschreibt das in den glühendsten Farben. Und und jetzt kommt es dahin, dass sie merkt, er hört ihr wieder nicht zu. Was träumst du, Achill? Ich? Penthesilea, du, Achill zerstreut. Geliebte mehr, als ich in Worte eben fassen kann. Und auch mich denkst du also zu entlassen? Penthesilea, ich weiß nicht, lieber, frag mich nicht. Also sie hat gesagt, dass eben nachdem sie ein Liebesfest gefeiert haben, sie die Männer wieder nach Hause entlassen. Und da fragt er nach, ist das dann wirklich so? Und er hört ihr nicht richtig zu. Und auch sie kommt nun ins Nachdenken. Als er sie fragt, wirst du mich denn wirklich entlassen? Sie hat sich so in ihn verliebt, dass sie bereit ist, das Schicksal, die Gesetze der Amazonen in Frage zu stellen. Ich weiß nicht, lieber, frag mich nicht. Ja, da merkt man, sie ist auf neuen Wegen. Nun kommt die Situation, geht es weiter. Die Griechen drängen wieder an die beiden heran. Ihre Idylle zu zweit, ihre Vermählung, die eine Vermählung in den Worten
von Penthesilea war, das Rosenfest, das ihm schildert, wird in die Realität zurückgerufen. Das Griechenheer brandet an und es wird deutlich, dass die Illusion, die Proteus und Achill aufrechterhalten haben für eine kurze Weile, dem nicht standhält. Penthesilea wird erkennen müssen, dass sie die Gefangene ist und nicht umgekehrt. Penthesilea sagt, was gibt's? Achill mit erzwungener Heiterkeit. Du sollst den Gott der Erde mir gebären. Prometheus soll von seinem Sitz erstehen und dem Geschlecht der Welt verkündigen, hier ward ein Mensch, so hab ich ihn gewollt. Und nicht nach Themyscyra folg ich dir, vielmehr du nach der blühenden Phthia mir, denn dort, wenn meines Volkes Krieg beschlossen, führ ich dich jauchzend hin und setze dich, ich Seliger, auf meiner Väter Thron. Wie, was? Kein Wort begreif ich. Alle Götter, Nereiden, Sohn, willst du? Was ist's? Was gibt es denn? Nichts, nichts, erschrick nicht, meine Königin. Du siehst, es drängt die Zeit, wenn du nun hörst, was über dich der Götter Schar verhängt. Zwar durch die Macht der Liebe bin ich dein, und ewig diese Banden trag ich fort, doch durch der Waffenglück gehörst du mir, bist mir zu Füßen Treffliche gesunken, als wir im Kampf uns trafen, nicht ich dir. Entsetzlicher, ich bitte dich, Geliebte, Kronion selbst nicht ändert, was geschehen, beherrsche dich und höre wie ein Felsen den Boten an, der dort, wenn ich nicht irre, mit irgendeinem Unheilswort mir naht. Denn dir, begreifst du wohl, dir bringt er nichts, dein Schicksal ist auf ewig abgeschlossen. Gefangen bist du mir. Ein Höllenhund bewacht dich minder grimmig als ich dich. Ich, die Gefangene dir? So ist es, Königin. Ihr ewigen Himmelsmächte, euch ruf ich auf. Ja? Jetzt wird ganz deutlich, dass er von vornherein nie die Absicht hatte, sich in ihre Hände zu geben, in die Hände einer Liebenden, dass er immer ein doppeltes Spiel geführt hat, dass er sie wie einen Höllenhund bewacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist ein, er zeigt teuflische sozusagen Züge, ein Höllenhund, der den Hades bewacht und sie in seine Hand gegeben hat. Und es wird deutlich, dass er sagt, das ist das Schicksal der Frauen. Die Götter haben es so bestimmt. Kronion, der Herrscher, der über die Zeit will, dass die Frauen den Männern untertan sind. Und die ganze Freiheit, die sich diese Amazonen erkauft haben, die Gleichberechtigung neben dem Mann, die wird als Illusion hingestellt. Nun, in dem Moment wendet sich das Schlachtenglück. Penthesilea wird von ihren Amazonen noch einmal befreit und Achill kommt zurück in sein Griechenheer und will sie aber nicht lassen. Jetzt greift er zu einer List. Er sagt, okay, wenn es denn so ist, dass sie nur mein werden kann, dass sie sich mir als Frau nur ergibt, wenn ich ihr Gefangener bin, nun Gott, dann lasse ich mich halt besiegen. Sie wird mir schon nichts tun, sie ist ja so in Liebe zu mir entbrannt, dass ich mich jetzt in den Kampf mit ihr begeben kann, sie wird mir nichts tun. Und er fordert sie erneut zum Kampf heraus, nachdem er ihr kurz vorher offenbart hat, dass er sie gewalttätig besiegt hat. Und diesen Moment missversteht nun Penthesilea. Sie weiß ja, was geschehen ist. Und er fordert sie nun erneut zum Kampf heraus. Er will sie für sie ganz offensichtlich wieder besiegen. Und das ist etwas, sie hört nur das, was er sagt, und sie hört nicht die verborgene Bedeutung, weil diese mit gespaltener Zunge reden, das ist nicht ihr, sie ist eine Barbarin, sie glaubt das, was man ihr sagt.
Fantasy Lea. Also, der mich zu schwach weiß, sich mit ihm zu messen, der ruft zum Kampf mich, Protoe, ins Feld. Hier diese treue Brust, sie rührt ihn erst, wenn sie sein scharfer Speer zerschmetterte. Was ich ihm zugeflüstert, hat sein Ohr mit der Musik der Rede bloß getroffen? Des Tempels unter Wipfeln denkt er nicht, ein steinern Bild hat meine Hand begrenzt. Vergiss den Unempfindlichen, sagt Brutel. Nun denn, Penthesilea, so ward die Kraft mir jetzt, so ihm zu stehen. So soll er in den Staub herab, und wenn Lapiten und Giganten ihn beschützen. Ja? Sie sagt, ich habe ihm mich doch offenbart. Ich habe ihn dieses Rosenfest ausgemalt. Die Musik der Rede hat ihn gar nicht berührt, sondern ich habe ein steinernes Bild mit meiner Hand begrenzt. Und nun gerät sie außer sich. Oh, sie ist außer sich, sagt Protoe. Sie ist wahnsinnig. Und Penthesilea ruft nun alle Kriegsmächte herab, damit sie gegen diesen fürchterlichen Wüter vorgehen kann. Sie ruft Sichelwagen, sie ruft Elefanten, sie ruft ihre Hunde und verfolgt ihn nun mit der ganzen Wut der Enttäuschten, der Betrogenen, der einer List auf den Leim gegangenen Frauen. Und nun verwandelt sie sich in Diana, in Artemis. Sie wird tatsächlich das Abbild einer Göttin. Es gibt einen berühmten Mythos der Artemis bzw. der Diana, die einen Jäger verfolgt hat, Aktaion. Und dieser Jäger hat sie im Bade überrascht, woraufhin Diana so wütend war, dass sie ihn in einen Hirsch verwandelte und von ihren Hunden zerfleischen ließ. Und das Jagdmotiv, das Wildjagen, das durchzieht sowieso das Stück Penthesilea von Anfang an, Jäger und Gejagte. Und hier wird Penthesilea zu dieser Göttin Diana, die nun entmenschlicht, vergöttlicht Achill mit allen Kriegsgräueln, die ihr zur Verfügung stehen, verfolgt. Achill glaubt, dass er keiner Gefahr ausgesetzt ist. Dies wunderbare Weib, halb Furie, halb Grazie, sie liebt mich. Und allen Weibern Hellas ich zum Trotz, beim Stücks, beim ganzen Hades ich sie auch. Er ist sich seiner Männlichkeit, seines Glanzes, seiner Unwiderstehlichkeit so bewusst, dass ihn nichts anhaben kann. Er vertraut auf ihre Liebe. Die anderen warnen ihn, aber er glaubt sich unangreifbar. Beim wolkenrüttelnden Kroniden, sie tut mir nichts, sag ich. Er wird ihr Arm im Zweikampf gegen ihren Busen wüten und rufen Sieg, wenn er von Herzblut trieft, als wieder mich. Auf einen Mond bloß will ich ihr in dem, was sie begehrt, zu Willen sein. Auf einen oder zwei, mehr nicht. Das wird euch ja den alten, mehr zerfressenen Isthmus nicht gleich zusammenstürzen. Frei bin ich dann, wie ich aus ihrem eigenen Munde weiß, wie wild auf Heiden wieder. Und folgt sie mir beim Jupiter, ich wäre ein Seliger, könnte ich auf meiner Väter Thron sie setzen. Also, er sagt, okay, sie tut mir nichts, sie wird mich besiegen und dann werde ich ihr ein, zwei Monde folgen. Das wird euch schon nichts ausmachen, euch Griechen, ihr könnt ja schön weiter gegen Troja kämpfen. Und dann gehe ich sowieso nach Hause. Dann habe ich die Liebe genug ausgekostet. Also auch hier merkt man, was das für eine Liebe ist, die ihn ihr gegenüber beseelt. Und wenn sie dann mit mir kommt, dann ist es ja gut. Und ich wäre dann sehr froh und würde sie auf meiner Väter Thron setzen. Erst nach und nach erkennt er den Ernst der Lage. Und zunächst kann er es gar nicht glauben. Also Hunde verfolgen Elefanten, ein Reutertross und Achill. Oh, sie ist listig bei den ewigen Göttern mit
Hunden, sagst du? Ja, und Elefanten? Dass es ein Schrecken ist zu sehen, Pelide. Achill in den Bart. Die fressen aus der Hand wahrscheinlich. Folgt mir. Oh, die sind zahm wie sie. Ja, also kommt dann schon ein bisschen, wird ihm das Ganze bedenklich, aber immer noch verkennt er die Situation. Und nun kommt es zum grauenvollen Ende. Penthesilea besiegt ihn. Sie rast vor Wut. Sie tötet ihn und zerreißt ihn mit ihren Hunden. Penthesilea, sie liegt den grimmigen Hunden beigesellt, sie, die einen Menschen Schoß gebar und reißt die Glieder des Achills, reißt sie in Stücken. Sie ist so Hündin geworden, sie ist hündisch geworden und verhält sich nicht mehr wie ein Mensch, sondern wie ein Tier. Sie kommt zurück zu ihrem Amazonenheer, die erstarrt sind vor Entsetzen und sie spricht die ganze Zeit nicht. Sie kommt zurück, auch mit dem Leichnam des Achill, ist sprachlos, das ist ganz typisch, sie hat keine Sprache. Und erst nach und nach kommt sie zu Bewusstsein und ihre ersten Worte, ach Protoje. Sie spricht, dem Himmel sei gedankt, ja. Und dann, genau. Ach, wie wunderbar, wie ist mir, bin ich im Elysium, ja. Und sie ist gar nicht in dieser Welt und muss nach und nach in die Realität zurückgeholt werden. Ich bin so selig, Schwester, überselig, ganz reif zum Tod und Jana fühle ich mich. Zwar weiß ich nicht, was hier mit mir geschehen, doch gleich des festen Glaubens könnte ich sterben, dass ich mir den Peliden überwand. Ja? Sie verdrängt das grausliche Geschehen, das, was für ihren Verstand untragbar ist. Bei Bewusstsein, sie geht ja auch daran zugrunde, verdrängt sie und lässt nur den Gedanken zu, dass sie eben diesen Peliden im Kampf sich überwand und dass dadurch das Rosenfest sozusagen vonstatten gehen kann. Die Realität wird sie überkommen und sie enthüllt nun den Leichnam des Achills. Sie hebt den Teppich auf. Wer von euch tat das, ihr Entsetzlichen? Das aber will ich wissen, wer mir so gottlos neben hat gebuhlt. Ich frage nicht, wer den Lebendigen erschlug. Bei unseren ewig hehren Göttern, frei wie ein Vogel, geht er von mir weg. Wer mir den Toten tötete, frag ich. Und darauf gib mir Antwort, Protoje. Versteh mich recht, ich will nicht wissen, wer aus seinem Busen den Funken des Prometheus stahl. Ich will's nicht, weil ich's nicht will. Die Laune steht mir zu. Ihm soll vergeben sein, er mag entfliehen. Doch wer, o Protoje, bei diesem Raube die offene Pforte ruchlos mied, durch alle schneeweißen Alabasterwände mir in diesen Tempel brach? Wer diesen Jüngling, das Ebenbild der Götter, so entstellt, dass Leben und Verwesung sich nicht streiten, wem er gehört, wer ihn so zugerichtet, dass ihn das Mitleid nicht beweint, die Liebe sich, die Unsterbliche, gleich einer Metze im Tod noch untreu von ihm wenden muss, den will ich meiner Rache opfern, sprich. Also hier ganz bewusst, unbewusst, drängt sie die eigentliche Schuld, die Tötung des Achills von sich weg. Sie will das gar nicht in ihr Bewusstsein kommen lassen. Was sie nun geahndet sehen will, ist, wie sein Leib so entstellt werden konnte. Sie weigert sich, die Wahrheit zu hören. Gebt Acht, sie sagen noch, dass ich es war. Man versucht ihr zu erklären, doch du warst es. Und sie kann das einfach nicht glauben. Es ist so unvorstellbar für sie, dass sie eben das eigentlich bis fast zuletzt leugnet. Was? Ich hätte ihn. Unter meinen Hunden, mit diesen kleinen Händen hätte ich ihn. Und dieser Mund hier, den die Liebe schwellt, ach, zu ganz anderem Dienst gemacht, als ihn
Die hätten lustig stets einander helfen, Mund jetzt und Hand und wieder Mund. Nein, hört, davon nicht überzeugt ihr mich. Und stünd's mit Blitzen in die Nacht geschrieben und rief es mir des Donners Stimme zu. So rief ich doch noch beiden zu, ihr lügt. Ja? Die Vertrauten machen ja klar, doch du warst es. Du trafst ihn. Ich zerriss ihn um meine Königin. Oder war es anders? Du Grässliche, die Grässliche, wendete sie leer. Küsst ich ihn tot, o Himmel? Nicht? Küsst ich nicht? Zerrissen wirklich? Sprecht! Weh, weh, rufe ich dir, verberge dich, lass fürder ewige Mitternacht dich decken. So war es ein Versehen. Küsse, Bisse, das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, kann schon das eine für das andere greifen. Du ärmster aller Menschen, du vergibst mir. Ich habe mich bei Diana bloß versprochen, weil ich der raschen Lippe Herr nicht bin, doch jetzt sag ich's dir deutlich, wie ich's meinte. Dies, du Geliebter, war's und weiter nichts. Sie küsst ihn. Sie muss nach und nach erkennen, dass sie's war, die ihn zerrissen hat, die ihn getötet hat. Und nun kommt genau das ganz deutlich zur Sprache, was ihre Welt ist. In ihrer Welt unterscheidet man nicht zwischen dem, was man sagt und dem, was man weint. Rede und Meine, wie man im Mittelalter gesagt hat, sind nicht unterschieden, sondern was ich sage, das ist, das stimmt. Und so, wenn man sich verspricht, dann ist dieses Versprechen Realität. Wenn man sagt, Küsse, Bisse, das ist doch nur ein Versprechen. Ich habe mich versprochen und jetzt zeige ich dir aber in meinem Verhalten, sie küsst ihn, das, was sie eigentlich hat sagen wollen. Sie nimmt den Versprecher zurück. Wie manche, die im Hals des Freundes hängt, sagt wohl das Wort, sie liebt ihn, oh, so sehr, dass sie vor Liebe gleich ihn essen könnte. Und hinterher, das Wort beprüft die Närrin. Gesättigt sein zum Ekel ist sie schon. Nun, du Geliebter, so verfuhr ich nicht. Sieh her, als ich an deinem Halse hing, hab ich's wahrhaftig Wort für Wort getan. Ich war nicht so verrückt, als es schien, als es wohl schien. Ja? Wenn ich jemanden vor Liebe fressen kann, das hat sie sozusagen gesagt und das hat sie getan. Sie hat ihn vor Liebe gefressen. Das heißt, was Worte sagen, das ist real. Und genau das wird nun ihren Tod herbeiführen. Man merkt, sie ist außer sich, man fürchtet um ihr Leben. Man nimmt ihr ihren Dolch weg, man nimmt ihr ihre Pfeile weg. Nun denn, und was? Was suchst du mir am Gurt? Ja, so wortgleich, verstand ich doch nicht. Hier ist der Dolch. Willst du die Pfeile auch? Hier schütt ich ihren ganzen Köcher aus. Zwar reizend wär's von einer Seite, dieser hier nicht, oder war es dieser? Ja, der ganz recht, gleich viel. Da nimm sie hin, nimm alle die Geschosse zu dir hin. Ja? Sie gibt die Anzeichen ihrer kriegerischen Welt auf, die Pfeile und den Dolch, und macht genau das. Sie schmiedet sich aus ihren Worten einen Dolch. Und da Worte real sind, kann sie sich einen mit Worten einen Dolch schmieden, der sie töten wird. Denn jetzt steig ich in meinen Busen nieder, gleich einem Schacht, und grabe, kalt wie Erz, mir ein vernichtendes Gefühl hervor. Dies Erz, dies läuter ich in der Glut des Jammers, hart mir zu Stahl, tränk es mit Gift sodann, heiß ätzendem der Reue durch und durch, trag es der Hoffnung ewigem Amboss zu und schärf und spitz es mir zu einem Dolch. Und diesen Dolch jetzt reich ich meine Brust so, 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 so und wieder, nun ist's gut. Sie fällt und stirbt. Ja?
Das ist das für mich immer wieder Grandiose dieses Stückes, was das eigentliche Thema dieses Stückes ist. Der Kampf zwischen Mann und Frau als Gleichberechtigten, die aber so ungleiche Sprachen sprechen, dass sie sich nie verstehen werden, dass das Aufeinandertreffen nur tragisch sein kann. Einerseits die Frau, die Barbarin, die Naive, die Natur, die noch der Natur sehr viel näher steht als der in der Zivilisation groß gewordene Grieche, die allein auf ihr Gefühl vertraut, die dem Gefühl, dem Heiligen und damit dem Göttlichen näher ist, kennt die Unterscheidung zwischen dem Wortlaut und einer übertragenen, verborgenen Bedeutung nicht. Ganz im Unterschied zu Achill. Achill entstammt der Welt der Griechen. Achill ist ein zivilisiert, wenn man so will. Achill ist ein Mann zerrissen, der sehr wohl unterscheiden kann zwischen dem, was er sagt und dem, was er meint, und dadurch zu List, Lüge und Illusionen greifen kann, was ihr gar nicht möglich ist. In der klassischen Zeit, griechischen Zeit, in der Zeit, in der Sokrates, Platon und Aristoteles gelebt haben, kommt dieses mit verborgenen Bedeutungen spielen auf. In der Suche des Griechen nach der Wahrheit, des klassischen Griechen nach der Wahrheit, entsteht die Lüge. Wahrheit auf Griechisch Aletheia, das Unverborgene, darin steckt auch der Fluss Lethe. Man vergisst die Wahrheit. Die Wahrheit verbirgt sich. Und wenn man die Wahrheit sucht, muss man sie dem Verborgenen entbergen. Ja, man muss sie herausholen. Sie ist nicht offenbar, sie ist nicht sichtlich. Und von nun an wird, ganz deutlich macht das dann auch Aristoteles in seinen Schriften klar, unterschieden zwischen Sein und Schein, Wahrheit und Lüge und eben auch zwischen der verborgenen Bedeutung und ihrer Zeichenhaftigkeit. Diesen Zeichen, die erscheinen im Wortlaut oder eben auch in der Schrift dann. Penthesilea kann gar nicht anders als in Wahrheit sprechen, weil diese Unterscheidung zwischen wahr und falsch kennt sie gar nicht. Aber Achill kennt sie sehr wohl, er kann lügen, er ist zerrissen, entzweit, Verstand und Gefühl sind zwei unterschiedliche Seiten seiner Seele. Und das Gefühl und die Realität können sich sehr wohl widersprechen und man kann zu Lügen greifen, um zum Ziel zu kommen, zu Schmeicheleien. Das ganze Stück Penthesilea ist ein Stück, in dem es auch darum geht, wie Kommunikation scheitern kann. Wenn Menschen in unterschiedlichen Welten leben und unterschiedliche Sprachspiele sprechen, dann kann es zu einem tragischen Ende kommen. Genau das war aber so radikal gedacht in seiner Zeit, dass Kleists Thematik diesbezüglich nicht verstanden wurde. Goethe hat an ihm kritisiert, dass seine Schauspielen ermangle es an Wahrscheinlichkeit, an Mimesis. Für Goethe waren Schauspiele, Dichtungen, Nachahmungen der Wirklichkeit. Und bei Kleist missglückte das. Wenn man sich die Penthesilea anguckt, diese Geschichte ist irgendwie ja sehr an den Haaren herbeigezogen. Sie ist kein Stück, in dem man das sehr realistisch wirkt. Keine sehr wahrscheinliche Handlung. Aber genau das will er, weil er sagt, ich erkenne, dass Sprache mein Material, das ich als Dichter beherrschen muss, das ich formen muss, nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat.
Ich als Dichter habe die Aufgabe, Sprache als Sprachspiel zu kennzeichnen. Ich muss auf der Bühne zeigen, dass es nicht um eine mimetische Wirklichkeit geht, sondern um nichts anderes als um Sprache. Und das macht auch sehr deutlich diese Tachyoskopien, die immer wieder in diesem Stück auftauchen. Die Schlachten, die geschlagen werden zwischen Penthesilea, zwischen den Amazonen und den Griechen, die werden nicht auf der Bühne gezeigt. Da werden wenig Schwerter gezückt und niedergemetzelt. Weniger, sondern vor allem die Schlachten werden geschildert. Irgendein Beobachter steht und schildert, was sich im Hintergrund geschieht. Also die Schlachten sind Worte, Wortkaskaden, die aus den Mündern der Schauspieler hervorquellen. Und wie gesagt, so kann eben auch können auch Worte töten. Worte töten im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Schauspiel bringt nichts anderes als Worte auf die Bühne, die Mordszenen spielen. Und der Zuschauer muss wissen, dass er nichts anderem als der Sprache auf den Leim geht, wenn er das Geschehen auf der Bühne beobachtet. Immer wieder hat Kleist in seinen Essays, in seinen Dramen auf das hingewiesen. Sprache, sind Sprachspiele, denen es an jeglichem Realitätsgehalt fehlt. Er hat beschrieben, sie sind wie Steine eines romanischen Bogens, die sich wechselseitig stützen, aber von nichts Außersprachlichem, keinem außersprachlichen Gerüst getragen werden. Sprache und Welt aus dem Gleichheitszeichen ist ein Ungleichheitszeichen geworden. Die Sprache hat damit auch ihre kommunikative Funktion verloren, denn es kann nun sein, dass eben der Sprecher und der Hörer sich dauernd missverstehen, dass die Sprachspiele zwischen Mann und Frau unterschiedlich gespielt werden und dass es dadurch zu Versprechern kommt und zu Misstrauen, zu Verkennen der Situation. Das hat er auch zum Beispiel ausgeführt in dem Essay über das Marionettentheater oder über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, wo man auch immer wieder, wo er zur Sprache bringt, dass Redewendungen real werden können. Dass er gerade in dem Marionettentheater werden eigentlich drei Redewendungen für reale Geschichten genommen. Wenn man dem Leser einen wie eine Marionette am Faden hinter sich herziehen lässt. Wenn aus einem Dornauszieher ein Splitter geworden ist, den der Leser, Hörer wie den Balken im eigenen Auge nicht sieht. Wenn einem ein Bären aufgebunden wird und wenn die Leser glauben, es handelt sich um reale Geschichte, dann geht es letztlich um nichts anderes als um Sprachspiele. Und das macht dieses Drama Penthesilea so ungeheuer modern. Und es macht es auch interessant, denke ich, für unsere heutige Zeit. Und oft wird eben hinter dem grausamen Geschehen vergessen und verloren und nicht auf die Bühne gebracht, worum es Kleist eigentlich geht. Um die Erkenntnis, dass ein Dichter nichts als die Sprache zur Verfügung hat und Sprachspiele, und die muss er so überzeugend als Sprache formen, dass dem Zuhörer, Zuschauer ein Zweifel kommt, wem er da gerade folgt, ist das die Realität oder ist es nichts anderes als Sprache?